über 80 Tote, mehr als 170 Verletzte und 20 immer noch vermisste Personen sowie über 1200 zerstörte Häuser, keine Strom, keine Wasserversorgung. Das ist die traurige Bilanz der wohl schlimmsten und verheerendsten Brandkatastrophe in Griechenland, hier im an sich beliebten Ferienort Mati, etwas östlich von Athen. Die Menschen hier, die sind nach wie vor schwer geschockt, sie sind wütend, sie sind zornig, sie sind ratlos und sie können sich nicht vorstellen, wie es dazu hat kommen können. Am Montag überrascht die rund 1000 Bewohner hier in Mati plötzlich das auftretende Feuer, das von Westen kommend über einen Hügel hinab quer durch den Ort gepeitscht wird vom Wind, der bis zu 90 km/h schnell ist. Wütend sind die Personen hier auch deshalb, weil es heißt, es habe wohl von offizieller Hand eine fatale Fehlentscheidung gegeben. Man hat die Hauptstraße, die oberhalb des Ortes entlang führt, gesperrt und hat die Menschen hinunter ans Meer zum Wasser gelotst. Aufgrund der engen Gassen hat sich hier ganz schnell ein Verkehrschaos entwickelt und weil das Feuer so schnell hier nach unten gepeitscht ist, mit einer Geschwindigkeit, dass man hätte 100 Meter in unter 10 Sekunden rennen müssen, um entkommen zu können, haben Dutzende Menschen in ihren Autos noch den Tod gefunden und sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Eines der tragischsten Einzelschicksale innerhalb dieses großen Ganzen hat sich nur unweit von mir hier abgespielt. 26 Menschen sind dort auf einem Fleck verstorben. Sie waren auf einem Grundstück gefangen, konnten nicht mehr rechtzeitig vor den Flammen flüchten, weil auf der anderen Seite des Feuers nur eine meterhohe Klippe auf sie gewartet hat, die zu hoch war, um zu springen. Ja, jetzt geht es vor allem darum, einmal die Hilfskette in Gang zu bringen und das funktioniert zumindest innerhalb der Gemeinde großartig. Es ist unfassbar beeindruckend, wie sich die Menschen hier gegenseitig helfen. Immer mehr Menschen auch von außerhalb, von anderen Bezirken kommen hierher, bringen Lebensmittel, bringen Wasser, bringen Kleidung, bringen Hygieneartikel. Man passt aufeinander auf, man patrouilliert durch die Stadt, man achtet darauf, dass in der Nacht nicht geplündert wird. Mehr als 4 Personen wurden bezüglich dessen eben schon verhaftet auch. Ja, und von staatlicher Seite, das ist der nächste Punkt, weshalb man wütend ist, da kommt relativ wenig, lediglich die Armee ist mit ein paar Versorgungszelten hier vor Ort und teilt ebenfalls Lebensmittel und Wasser an die Bevölkerung aus. Wie es jetzt weitergeht, das weiß aktuell niemand. Und das große Fragezeichen für die Zukunft lautet, wie sieht es aus mit finanzieller Hilfe? Ein Supermarktbesitzer beispielsweise hat mir erzählt, sein Laden ist völlig ausgebrannt. Eine Mitarbeiterin ist in den Flammen dort vor Ort gestorben. Sein Sachschaden beläuft sich auf etwa 140.000 Euro. Und alles, was ihm bislang zugesichert wurde, sind 8.000 Euro. Und vielen anderen, denen geht es nicht unähnlich. Sie stehen vor ihrer verbrannten Existenz und auf mehr als 5.000 Euro Hilfe dürfen sie so, wie es derzeit aussieht, wohl nicht hoffen. Und eins, das fragen sich hier auch noch ganz viele, wie konnte es überhaupt so weit kommen, wurde dieses Feuer gelegt? Das ist das, was vor Ort viele Menschen vermuten. Es gab angeblich, so hält sich hier hartnäckig das Gerücht, bis zu 15 Brandherde gleichzeitig, als das Feuer ausgebrochen ist. Aber es gibt auch andere Vermutungen. Ein Bürgermeister aus der Umgebung beispielsweise sagte, es sei ein umgefallener Strommast gewesen, der für diese unfassbare Katastrophe verantwortlich gewesen sein soll. Ob das alles jemals wirklich aufgeklärt wird, das bleibt fraglich. Allzu viel Vertrauen in die Behörden haben die Bewohner von Mati jedenfalls nicht.